Hi, willkommen zurück zu Let's Play Sekiro, hier bei der echten verdorbenen Nonne. Mal gucken, ob das heute was wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass man sie selbst killen kann. Aber, oh, irgendwie kriege ich das nicht hin. Ah, scheiße, da. Die macht aber wesentlich mehr Schaden als... als bei der ersten Begegnung. Ah, verdammt. Und schon ist die Haltung weg. Und da war wieder die Gier am Start. Die ich abstellen muss. Ansonsten wird das hier nicht erfolgreich werden. Ah, verdammt. Ich hab doch schon mal gegen die gefightet. Warum schaue ich denn das Muster nicht? Ich hab geblockt, aber ist egal. Scheiße, meine Haltung ist durchbrochen. Weg, weg, weg. Langsam wird das was. Langsam durchschaue ich wieder ihr Muster. Zu vergessen. Tricksen ist nicht. Mann, ey! Mach den anderen Sprung! Der nervt! Genau der! Scheiße, meine Haltung ist weg, aber okay. Verdammt! Die erste Phase habe ich aber fast. Ah, verdammt, das war schlecht. Also, wenn ich das jetzt noch ein bisschen besser hinkriege, dann kann das was werden. Wer weiß, was sie in der zweiten Phase aufpackt. So, erste haben wir auf jeden Fall. Okay, was ist das jetzt? Ah, okay, sie kann sich teleportieren. Ja, ne, ist klar. So, das ist jetzt die echte, ne? Bin tot, scheiße. Ich hoffe, das mit diesem Teleportieren macht es nicht zu oft.
So. Jetzt können wir wieder uns unterhalten. Genau, das darfst du ruhig öfter machen. Scheiße. Okay, jetzt. Vergiss es. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg! Solange sie so ausrastet, will ich nicht in ihrer Nähe sein. Nee. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Das ist zeitlich begrenzt, oder? Anscheinend nicht. Ich hab verfickt doch mal geblufft! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Jetzt hat sie den schon wieder gemacht, ey. Ja, die Haltung geht ein bisschen hoch. Oh, jetzt macht sie den Scheiß schon wieder. Weg hier. Ich glaube, hier oben bin ich relativ safe, wenn, solange sie das macht. Ein Scheißdreck bin ich. Einen verfickten Scheißdreck bin ich. Aber wir sind schon mal weiter als im letzten Part. Ich habe die erste Phase überstanden. Und man muss ihr doch irgendwie ein Leben zocken können. Ja, sie weiß, wo ich bin, ne? Das mit dem Leben zocken, ich weiß nicht, das kriege ich nicht hin. Das muss doch irgendwie gehen. Diesen Angriff kann man bestimmt auch mit Mikiri kontern, aber ich habe das für zu viel Schiss. Ich war in der Ecke. Und jetzt habe ich vergessen zu blocken. Jetzt hat sie mich von oben kaputt gehauen. Schauen wir mal. Jetzt, der Anfang sieht jetzt schon wieder ein bisschen scheiße aus. Weil dieser eine vertikale Schlag von oben, den sehe ich nicht immer so wirklich kommen. So, jetzt muss ich weg. Genau, das ist der Schlag, wo ich sie safe. Das war schon mein ersten Kampf gegen sie. Oh, verdammt. Den ersten Kampf gegen sie effektiv. Und da habe ich Glück gehabt, dass sie mich nicht getroffen hat. Das war wieder dieser vertikale Schlag, nämlich.
Habe ich eigentlich Kügelchen? Ja, zwei Stück. Dann investiere ich erstmal die. Ärgerlich. Da ist sie natürlich genau gesprungen, als ich das Kügelchen genommen habe. So. Wenn sie das macht, dann muss ich schneller reagieren. Mit Kiri-Konter traue ich mich nicht. Na, da hätte ich sie vielleicht auch angreifen können. Sie macht aber diesen einen Sprung nicht so oft, ne? Vielleicht sollte ich doch öfter mal mit Spiel kontaktieren. Verdammt, ey. Das war unnötig. Was? Ich bin da drüber gesprungen! Verarschen kann ich mich alleine! Ist klar, du dumme Nuss. Jetzt habe ich keine Kügelchen mehr, ne? Im ersten Versuch bin ich doch so gut in der zweiten Phase gekommen. Ich habe keine Kügelchen mehr, ne? Nope. Ja, sie weiß, wo ich bin. Ja, und setz gleich den Schlag von oben an, den ich nicht blocken kann. Ach, komm schon! Was fängt das denn jetzt so behindert an? Ich hab geblockt, aber safe. Du dumme Nuss, ey. Ich hab wieder geblockt. Eigentlich geht ihre Haltung ja recht schnell hoch, ne? So. Gleich habe ich sie. Ja, drei Flaschen pro Phase. Das ist so, wie es laufen muss, ne?
Wobei ich die anderen beiden Phasen noch nicht so wirklich kenne. Doch, die zweite eigentlich schon, aber die dritte nicht. So. Immer in Bewegung bleiben. Ja, das hilft mir aber nicht. Was soll man denn dagegen tun, ne? Da kann ich schon fast die nächste nehmen, ansonsten bringe ich den Hit um, nämlich. Vielleicht auch weggehen. Meine Haltung ist, sieht nicht gut aus. Oh nee! Das macht sie mir zu oft. Lächerlich. Lächerlich! Das kann man alles blocken, oder was? Trotzdem habe ich nur 3 Flaschen. Okay, anscheinend kann man die Schattenangriffe alle blocken. Das ist gut zu wissen. Kann ich sie treffen. Oh nein, das macht sie mir aber definitiv zu oft und meine Haltung ist fast weg. Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht blocken. Ja, toll, nächster Hit. So, jetzt hört sie auf damit. Oh, Riesenglück gehabt. Ich habe eigentlich falsch reagiert. Scheiße. Ich muss die nächste Kübelflasche nehmen, sonst sterbe ich. Hör doch mal auf damit! Ja, ich werde getroffen. Das spammt sie viel zu oft. Das kann man bestimmt irgendwie unterbinden. Oder? Ja, tot. Das spammt die mir zu oft. Und wartet mal. Ich habe doch so ein Ding, was meine Haltung verbessern kann, oder? Gachins Geistersturz ist das.
Das Ding schützt mich davor. Das will ich in der zweiten Phase auf jeden Fall haben. So, jetzt versuche ich es mal so. Ich zocke da kein Leben. Die erste Phase, die muss jetzt auch reibungsloser funktionieren. Ja, ich bin in der Ecke gedrängt, was soll ich machen? Warum ist er nicht gesprungen? Ich habe gedrückt. Ich schwöre auf alles. Ja. Klasse. Natürlich. Die fucking Kürbisflasche, kommst du so angejumpt? So, das müsste die erste Phase sein, oder? Ja. Ja. Was das? Nee, komm. Oh, jetzt muss ich weg! Und ja, Krieger aufs Maul. Du gehst mir langsam auf den Geist, meine Güte. Also ein bisschen Lebensenergie muss ich dir schon zocken, ansonsten geht deine Haltung nicht vernünftig. Sie soll auf jeden Fall diesen schwarzen Scheiß nicht zu oft machen. Okay, Haltung erholen lassen. Okay, jetzt bin ich gut durchgekommen. Aber ihre Haltung ist wieder komplett auf Null. Aber ihre Energie ist ein bisschen angekratzt.
Okay, das war zu gierig. Warum macht sie es eigentlich immer dann, wenn ich die Kürbisflasche ansetze? Immer! Als ob sie es riechen würde. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen aggressiver werden, wenn sie ihre unblockbaren Angriffe macht. Zu ihr hinspringen und dann einmal hitten und dann wieder weg. Natürlich, natürlich, natürlich kommt dieser Scheiß wieder. Was? Warum? So, jetzt muss ich weg. Hat mich natürlich getroffen. Ich nehme keine Kürbisflasche. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Okay, jetzt sehe ich die Kürbisflasche. Ich habe schon wieder eine genommen und sie kommt wieder instant angesprungen. Die weiß doch, dass ich die nehme. Verdammt! Meine Haltung ist durchbrochen, scheiße. Komm, die zweite Phase haben wir gleich. Ich bin zwar fast... Oh, wie oft macht die das? What the fuck? Ich hab geblockt. Ja, Leute, ne? Das kann auch ein bisschen dauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.